What the fuck? Scheiße, das Spiel geht weiter. Hallo Freunde und willkommen nach diesen fast 4 Minuten zu... Oh mein Gott. Zu diesem neuen Projekt. Ah. Willkommen zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ich habe bisher noch gar keinen Teil der Plants vs. Zombie Reihe gespielt. Na gut, den ersten Teil für 30 Minuten in einer Demo. Das war's dann aber auch. Ich wollte aber unbedingt einen neuen Mehrspielertitel, irgendwas Verrücktes. Und verdammt nochmal, was gibt es Verrückteres als Pflanzen gegen Zombies? Und verdammt nochmal, also, was ist das hier? Wah! Wuhu! Alter, das ist ja crank. Das jetzt jeder Patch geputt. Nein, mein Putt sieht anders aus. Heilt der nicht oder? Ich raff nicht so ganz, was ich hier mache.
Ach ja. Ja. Ah, geh weg. Alter, das ist aber, also das ist wirklich das bescheuerte Szenario, das ich mir ausdenken konnte, aber verdammt normal, das ist geil als Projekt. Also es macht schon Spaß, es ist wirklich was anderes. Ich bin gespannt. Aber, ja. Was ist das hier für ein Modus? Ist das ein Story-Modus oder ein Tutorial oder... Wow, hier bin ich auf der Sonnenseite gelandet. Ja, sieht schon anders aus. Okay. Dann wird's Zeit für den Sonnenstrahl. Mann. Oh fuck, da kommt was Großes. Oh Gott! Ah, oh, gerade noch rechtzeitig. Ja, nur ein bisschen von Spaceballs geklaut. Alter! Was ist das hier? Hinterhofkampfplatz. Witziger Fakt am Rande. Chili-Bohnen schmecken gut mit Käse. Oh. Oh, das müssen wir mal ausprobieren. Pflanzen auf der einen Seite, Zombies auf der anderen. Ein Putt epischen Ausmaßes. Bislang konnte keine Seite einen Vorteil erringen. Plants vs. Zombies. Was soll man noch dazu sagen? Sagt der Typ einen Topf auf dem Kopf. What the fuck? Okay. Das scheint sowas wie ein Menü zu sein. Ah, direkt in den Multiplayer stürzen, ja genau. Das scheint wirklich das Menü zu sein, so ein interaktives Menü. Ja, auch nicht schlecht. Auch mal was anderes. Importiere deine Spielcharaktere aus Garden Warfare 1. Ja gut, hatte ich ja leider nicht. Ja gut, machen wir mal an der Umfrage teilnehmen. Kann ich noch nicht sagen. Okay, mit der Umfrage warte ich mal noch. Charakterauswahl. Was gibt's denn alles? Den Schnapper, oh, sieht nach einem Nahkämpfer aus. Die Sonnenblume, der Klassiker. Die Kaktee. Oha. Die Erbsenkanone. Der normale Soldat eben. Major Mais. Oh, der gefällt mir. Was der für einen geilen Blick drauf hat. Rosi. Ja, okay. Nicht so meins. Zitron. Ist das nicht eigentlich eine Orange? Aber verdammt nochmal, sieht die geil aus. Was ist das da? Multiplayer-Portal. Auftragstafel. Das scheinen die Einzelspieler. Nimm täglich Aufträge an. Ah ja. Was ist in der Garage? Schau, was in der Garage ist. Okay. Garage. Ah. Dann gucken wir mal. Geil.
Okay. Sei gegrüßt, Freund. Hab keine Angst, ich bin der Deobot 3000. Es gibt Dinge, die zu kommunizieren wären. Leider wurde ich nicht dafür programmiert, durch Türen zu reden. Bitte begib dich umgehend auf die Suche nach der Garagentür-Öffnungsvorrichtung. Du redest doch gerade mit mir. Warte auf eine intelligente Antwort. Ja, auf dem Weg. Okay. Ja, dann machen wir uns mal ein bisschen mit der Steuerung vertraut. Okay. Friss pure Sonnenenergie. Oh mein Gott, ein Zombie-lesender Zombie, ja. In Unterhosen. So, öffne das Garagentor. Das ist einer von mir, oder? Ja, Pflanzen! Ha. Erbsen oder MG? Machen wir MG Erbsen. Kommt ein ganzer Sarg auf mich zugelaufen, geil. Vom Held zur Null. Ah gut, ihr beide, ihr könnt das Gebiet halten. So, dann öffnen wir mal die... Was war das? Abfallbeseitigung. Okay. Garagentor öffnen, genau. Ach du Scheiße. Der vorprogrammierte Davebot 3000 würde dir gerne 5 Fragen stellen. Bist du eine Pflanze und kein Zombie? Ich bin eine Pflanze, ich bin kein Zombie. Kannst du bestätigen, dass du kein Stück Buttertoast bist? Ich bin Toast. Was ist 1 plus 2, wenn es Rinde hätte? Ich hab gelogen, ich bin Toast. Stehst du auf Geheimorganisationen? Ja. Und mal angenommen, du würdest in eine eingeladen, würdest du annehmen? Möglicherweise. Oh gut, Davebot 3 ist eigentlich ein Musterungsroboter für eine Geheimorganisation. Fehler. Fehlfunktion, Geheimnis nicht erwähnen. Wie findet man Rekruten für eine Geheimorganisation, wenn man nicht darüber reden darf? Fehler, Neustart, Parameter ändern, Passwort 123, Debbie, Dave, hasst Katzen. Das ist mein Passwort, verdammt. Das ist mein YouTube-Passwort, ich muss es sofort ändern. Parameter geändert, Erlaubnis zum Geheimnisverrat erteilt. Willkommen, Freund. Möchtest du Teil der Leaf werden, der Liga extraordinärer Actionflora? Als Leaf-Agent ist dein alleiniges Ziel, Dr. Zombos und seine unangenehme Zombie-Horde zu besiegen. Hervorragend. Davebot wird dir jetzt das Auftragsbuch zeigen, deinen Leitfaden zum Agentenberuf. Knurriger Strunk. Okay. Als Lehrvergenten der Ausbildung musst du 3 Fähigkeiten demonstrieren. Fähigkeit 1, Kompetenz im Umgang mit Sprengstoff und Salsa. Kann ich. Fähigkeit 2, Sand aus Socken zu entfernen und in Socken und Sandalen gut auszusehen. Ja, kann ich auch. Fähigkeit 3, spüre andere verlorene Agenten der Lehrv auf. Zeit, Fähigkeit Nummer 3 unter Beweis zu stellen. Offenbar ist unser Spezialagent Knuri noch nicht wieder zurück. Knuri ist einer der erfahrensten Tarnspezialisten der Leaf. Er sollte sich unerkannt in die Zombie-Basis einschleichen. Würdest du ihn bitte ausfindig machen und nach Hause bringen? Ja gut, machen wir das mal. Machen wir mal den Leaf-Auftrag. In dieser Folge, ist jetzt ein bisschen später zu sagen, werde ich kein Multiplayer-Match machen. Da mache ich einfach mich ein bisschen mit dem Spiel vertraut. Irgendwie müsste hier eine Flagge oder etwas Flaggenähnliches hin. Vielleicht kann Davebot helfen. Naja, gut. Holen wir jetzt erstmal unseren Freund da hinten. Den guten Knuri.
Ja, ja, ich bin eine Pflanze. Kannst du bitte das Tor öffnen? Ha. Nachladen. Ja, es ist Gift, da komme ich nicht hin. Ach, mein Leben regeneriert sich da unten rechts. So, Agent Knurri. Oha. Der sieht böse aus. Hallo. Ich, Knurri. Knurri hat Pläne von Dr. Zombos, dem bösen Zombie-Anführer und weltbekannten Küchenchef, geklaut. Aus den gestohlenen Plänen geht hervor, dass Zombos die ultimative Macht über das Universum erringen will. Jetzt muss Knurri die Pläne zu Daveboard 3000 bringen, der wird wissen, was zu tun ist. Knurri kann sich nicht unbemerkt durch Mengen bewegen. Folge Knurri, aber bleib so still wie Knurri. Kriegen wir hin. Ja, ich brauche Sterne. Die verdiene ich garantiert im Multiplayer oder durch Levelaufstieg, würde ich sagen. Schon. Ein Vogel. Oh, schade. Ich weiß jetzt schon, dass jemand mich hassen wird, weil ich dieses Spiel spiele, aber Julia, es tut mir leid, es musste einfach sein. Alter, das ist garantiert das abgedrehteste, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Vom Szenario her. Ah. Oh Gott, das ist so ein kleiner Zwerg. Kaum redet man von Julia, kommt sowas. Ja, ich kann heilen, geil. What the fuck? Ah. Das ist sowas wie der Medi. Okay. Baum, bleib hier. Okay, oh Gott, irgendwas Großes kommt. Oh fuck! Scheiße, Nerd! Der vom Zombie gesteuert wird. Das ist jetzt keine ernsthafte Anspielung auf ein bisschen bekannteres PlayStation-Spiel, oder? Bastard.
Mein erster Tod. Knurri! Ach, das ist fast schon liebenswürdig. Yeah, seitwärts. Knurri, sonst alles in Ordnung? Knurri ist froh. Du bist sicher mit Knurri zurückgekehrt. Knurri hat Davebot 3000 die Pläne ausgehändigt. Er ist unsere einzige Hoffnung. Knurri wird sich jetzt verstecken. Wir sehen uns. 5000 Zombie-Münzen, cool. So, was sind das da? Stickerladen. Nutze Münzen, um Sticker-Packs zu kaufen. Sticker schalten neue Charaktere und Anpassungsmöglichkeiten frei. Das ist doch geil. 105.000! Okay. Ich will das teuerste, was ihr habt. Frontkämpfer-Pack. Ja. Gut, wähle eine individuelle Kopfbedeckung. Achso. Für deinen Spielcharakter, Gesichtsbehaarung, verschiedene Bärte, geil. Inkaset, verändere das Wachstum deiner Pflanzen, Accessoire und MG-Erbse. Okay, dann das verrückte Zombopolis-Pack. Tintenfischschnauzer, Niesschutz. Heilkraut, Minzmaske und überladene Batterie. Cool. Und dann noch das extraordinäres Pack. Wow. Spielcharakter-Sticker. Sammle alle 5 Spielcharakter-Sticker, um neue Charaktere freizuschalten. Waffendesign, einmal Zombie, okay. Tattoo. 4 Zehenhuf und ein Raketenroboter. Klingt cool. Begrüßung 32 abspielen. Sei gegrüßt, du siehst mental fit aus. Yeah, knurriger Strunk wurde gemacht. Ha. Dann schauen wir uns mal noch weiter um. Was ist denn das da? Join us. Für die Zombies kämpfen. Ach, da kann ich die Seiten wechseln. Das ist ein anderer Ausgang. Da unten kämpfen Pflanzen. Das ist der Wohnwagen. Das ist bestimmt Schnellreise oder sowas. Nein, Gartenkommando. Koop-Verteidigung, okay. Machen wir einen Einzelspieler. Oder nein. Was ist das da? Das sind die Stickerautomaten, ja. Statistikzentrale verwaltet deine Sammlung im Stickerheft. Okay. Ach du Scheiße, also da gibt's scheinbar doch ein einiges freischalten, freizuschalten. Erbsenkanone, Rosi, yay, Zitronen. Okay. Das da? Mitwirkende. Ach, wie süß. Ja, wisst ihr was? Das ist doch ein gutes Ende für die erste Folge. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Und in der nächsten Folge machen wir einfach mal die Einzelspielermission fertig. Also nicht alle in der nächsten. Also wir kümmern uns jetzt die nächsten Folgen erstmal um die Aufgaben von Davebot 3000. Und werfen uns dann mal in ein Multiplayer-Gefecht, wenn wir mit den verschiedenen Charakteren besser zurechtkommen. Und so eine persönliche Anmerkung, ich finde das interaktive Menü eigentlich ganz geil. Aber wenn man so ein Kurzform-Menü hätte, sage ich mal, also so ein klassisches, das man einfach wechseln könnte, das wäre, glaube ich, für viele auch praktisch. Naja, egal. Ich lasse das jetzt mal durchlaufen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ach, Moment, das wird ein Multiplayer-Projekt. Das heißt, auch wenn jetzt die Einzelspieler
Missionen als erstes kommen. Es wird jetzt nicht jeden Tag eine Folge kommen. Sie werden jetzt am Anfang ein bisschen häufiger erscheinen, bis die abgeschlossen sind. Und dann im Takt wie die anderen Folgen. Also, wir sehen uns. Also die anderen Projekte. Also, wir sehen uns. Ciao.